Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stationen in Simrail. Wir sind hier in Vlaskova Polnok. Wie gesagt, Aussprache ist bei mir immer hundertprozentig falsch. Der ein oder andere wird die Station bereits kennen, denn ich habe bei dieser Station schon ein FDL-Video gemacht. Das ist ein paar Tage her, wo das Video hier rauskommt. Aber nichtsdestotrotz, für die Serie, damit es vollständig ist, schauen wir uns das hier nochmal an. Okay, das ist hier unser Arbeitsbereich, relativ geräumig. Ausstattung wie immer, wie man es halt hier kennt. Unser Telefon und das ist der Gleisplan. Soweit eigentlich nicht kompliziert. Wir haben hier diese Durchfahrstrecke. Links Knapoka, rechts Osla, Movice mit einem ganz großen SPL-Block hier. Also hier brauchen die Züge, bis die dann hier mal auftauchen. Da links geht es ein bisschen schneller. Wir haben aber noch den Anschluss hier oben mit Celislavice. Da könnten Züge hin oder herkommen. Stand jetzt, wenn man sich den Fahrplan ansieht, ist es aber nicht vorhanden. Da passiert noch nichts. Eventuell, weil hier die Szenerie noch nicht da ist, aber in der Zukunft kann es natürlich sein, dass hier Züge rein und raus fahren. Was erwartet euch, wenn ihr hier den FDL macht? Also primär habt ihr natürlich hier den Verkehr von links nach rechts, rechts nach links. Aber wir haben hier Züge, zumindest von der rechten Seite. Die halten hier beim Perron und das ein bisschen länger. Ich glaube, 7 Minuten ist der Durchschnitt. Ja, genau. 7 Minuten kommt da immer wieder mal vor. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Und den müsst ihr hier stehen lassen und dann kommen halt hier Expresszüge. Den müsst ihr vorbeilassen. Oder davor zuerst einen Express und dann da rein. Und auf der anderen Seite halten hier auch Züge. Hier sind es aber jeweils nur eine Minute. Ah, Minute. Minute. Hier haben wir ein, da haben wir so ein Regio, auch Expresszüge halten hier. Steht dann auch immer da, welche Plattform. Ne? Und das ist so euer Aufgabengebiet hier. Dass ihr ab und zu da mal Züge auf die Plattform bringt und ansonsten durchschießen. Relativ entspannt, gut für Anfänger. Ja, abgesehen davon haben wir hier unten noch ein bisschen Abstellung. Momentan könnt ihr das komplett ignorieren, dass es da ist. Wir werden uns aber natürlich der Station ein bisschen genauer anschauen. Bevor ich das aber mache, werde ich hier die Fahrstraßen schon mal voreinstellen. Je nachdem, was jetzt hier kommt. Wir haben jetzt 18.03 Uhr. Mal schauen. Um 22 Uhr wird der nächste Zug erst kommen. Und der kommt von links. Und der bleibt da stehen. Halt, Moment. Falsch ausgewählt. Mehr. Ah, das ist Simrail. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da war ich auch schon wieder da. Und es ist jetzt gerade was. Das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin in die Station rein. Und dann ist dieser Zug da auf einmal aufgetaucht. Und ist festgefahren. Hat nichts mehr gemacht. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Probieren wir es nochmal. So, finally, Versuch Nummer 3. Das hat jetzt, glaube ich, funktioniert. Eine Fahrstraße habe ich jetzt vorbereitet. Das ist jetzt auch ein anderer Server. Gehen wir aber hier mal raus. Was haben wir hier alles? Hier natürlich unsere Hauptstrecke. In der Richtung nicht sehr viel Spannendes, außer dass wir hier seine Kopfgleis haben. Hinter uns haben wir die Bundesstraße, die uns als Fahrdienstleiter regelmäßig nervt. Komme ich hier eigentlich raus? Sieht abgeschlossen aus, da komme ich auch nicht raus. Und bei unserem Parkplatz hier sollte man vermutlich mal ein bisschen sauber machen. Sonst wird es schwierig mit dem Auto parken. Hier die Bundesstraße. Und ich tue mich schon mal entschuldigen, wenn es hier mal ein bisschen ruckelt. Momentan, also mit dem letzten Patch, habe ich so meine Performance-Probleme. Und ich habe die Grafik auch schon runtergedreht. Aber speziell, wenn ich dann gehe, geht die Performance irgendwie nach unten. So, hier haben wir schon die erste Abstellgruppe im Spiel. Momentan nicht nutzbar. Da hat sie so ein kleines Depot. Da vorne haben wir wieder unsere Dreiergruppe von Arbeitern. Oder? Ja. Oh, da, diesmal sind sogar Menschen. Oh, wir dürfen hier sogar nicht rein. Frechheit! Ich will da rein. Ich will es den Leuten zeigen.
Okay, dann hier hinten haben wir unsere Bahnsteige. Es sieht auf dem Plan einfach viel größer aus, aber es ist es nicht. Also hier der eine Perron und hier der andere. Auf zwei Seiten können wir hier halten. Und das Gleis hier. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das, auf dem wir jetzt hier gerade stehen, das ist der auf den anderen Anschluss. Ich glaube, der geht dann hier so nach rechts weg. Hauptverbindung sind die zwei Gleise hier. Und wenn dann... Also jetzt mit dem Fahrplan fährt eigentlich keiner hier auf das untere. Wir fahren alle hier hin. Fahren dann da vorne raus. Machen hier den Schlenker. Und dann quasi vor dem Stellwerk wieder auf die Hauptstrecke. So, hier hinten haben wir noch eine ähnliche Abstellung wie da hinten. Können wir hier auf den Bahnsteig gehen. Sehen wir hier ein kleines Dorf. Und ich muss sagen, das Dorf oder die kleine Stadt, für mich war es eher ein kleines Dorf, hat es wirklich gut, dass hier sogar Intercity-Züge anhalten. So. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz einen kleinen Cut, bis ich dann nach vorne gelaufen bin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da werden wir ein bisschen nach vorne gelaufen. Die zwei hier machen komische Dinge. Ich weiß nicht. Sucht euch ein Zimmer, bitte. Wir haben hier da die Auffahrt bzw. den Weg hier hoch zur Station. Da unten sind die Autos und vermutlich sind sie hier unten wieder am Diesbaden. Wetten, dass sie hier gleich verschwindet. So wie bei den anderen Stationen. Der ist jetzt hier gerade hingefahren. Oder auch nicht. Dann steht er hier einfach nur. Die zwei Dudes, kleinen Parkplatz hier unten, die Wohngruppen. Optisch. Ha! Der ist diesmal, ich hab's doch gewusst. optisch fragwürdig, wie schön das ist. Dann haben wir hier die Unterführung und diese Unterführung geht absolut ins gar nichts rein. Hier. Und da gibt's ein kleines Special. Wenn man da mal reinschaut, da hat's ein Foto von der Unterführung. Kann man natürlich nicht reingehen, aber ja, hier. Unterführung geht hier ins Grüne rein. Hier hinten haben wir die zweite Abstellgruppe hier. Oder ja, ob man, ich frage mich, ob man das Abstellgruppe nennt, aber ein paar Abstellgleise mit so einem kleinen Gebäude, wo es reingehen würde. Ich kann halt. Kann ich hier drüber jumpen? Nee. Ah, doch! Haha, man kann hier drüber springen. Sehr gut. Ja, ist aber nicht wirklich spannend hier. Also da könnte man mit irgendwas reinfahren. Da alte Schwellen oder sowas ähnliches. Und hier hinten geht es dann auf die Hauptstrecke raus. Da vorne auch nochmal zwei Abstellgleise. Können wir uns natürlich nochmal ganz kurz ansehen. Werde aber noch angeschlossen. Das heißt, wir können hier Unfug machen. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann können wir hier, glaube ich, gar nicht reingehen, oder? War es bei dieser Station oder einer anderen? Ah doch, wir konnten hier reingehen. So, obligatorische Handweichentest. Nope. Kann man nicht bedienen. Hier steht einfach ein bisschen Müll rum. Und so Zeugs, da könnte man irgendwas abstellen. Ansonsten in der Richtung, ein bisschen Natur, die City, unsere Hauptstrecke. Da vorne geht es hier von dem Perron hier wieder rein. Beziehungsweise, ja doch, da. Das ist die Perron-Strecke. Da vorne haben wir eigentlich eine Schutzweiche. Hä, kann es sein, dass die Schutzweiche hier gar nicht angeschlossen ist? Das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ah, doch. Die ist angeschlossen, aber das sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus, nachdem ich die Weiche hier schon gelegt habe. Aber boy, wenn du da mit Vollgas reindonnerst, dann haut es dich da bei dieser S-Kurven erstmal richtig schön raus. Und ich sehe gerade, da hat es noch ein kleines Häuschen. Das können wir uns noch ansehen. Autobrücke da oben. Oh, dieses Geräusch von diesen Fahrzeugen. Das werde ich noch lieben. Schauen wir uns doch mal an, was wir hier haben.
Ja, schöne Natur hier. Ich weiß ja nicht, aber... Ich glaube, hier fehlt was. Ja, ist so ganz dezent. Ich weiß nicht. Hier bist du angeschlossen? Nee, der ist auch nicht angeschlossen. Oh, das wäre dann schon wieder was für das Forum. So, machen wir hier hinten noch ein Foto. Interessant. Ja, man muss wirklich mal die Szenerien hier ein bisschen abgehen. Und dann findet man diese Detailfehler. Ich meine, wenn du hier unten den Fahrdienstleiter machst oder hier durchfährst, dann fällt dir das eh nie auf. Was sind Kleinigkeiten? Und ich meine, wenn es auch jetzt nicht gelöst wird, ja, dann ist auch egal. Stört das jetzt wirklich im Spielspaß, nachdem das jetzt eh so abseits ist. Keine Ahnung, was hier drin mal gewesen ist. Vielleicht auch noch ein kleines Stellwerk. Aber ich glaube es eher nicht. Und dann geht es hier weiter in die Hauptstrecke. Cool. Dann hätten wir mal diese Station auch abgetickt. Wir sehen uns in der nächsten. Und damit wären wir auch schon bei der nächsten Station. Und das ist Sosnowiec Glony. Aussprache vermutlich wieder hundertprozentig falsch. Und das ist hier unser Arbeitsplatz. Hat eine schöne Aussicht. Hier hinten ist eine Station mit diversen Abstellgleisen. Und zwei Perrons. Hier ist die Hauptstrecke. Und wir haben hier noch eine zweite Strecke. Das sieht man hier. Da geht ein Gleis hier nach hinten. Da hinten ist dann auch nochmal ein Bahnhof. Und von vorne geht ebenfalls nochmal so eine Linie nach hier hinten. Die Station ist ein bisschen anfällig dafür, dass es hier einen Stau geben kann. Zum Zeitpunkt des Videos mit der AI. Vor allem, wenn man die Züge falsch in der Gegend umher schickt. So schaut der ganze Gleisplan aus. Wir haben hier zweigleisig Katowice, dann unten Sosnowiec Polo, ich probiere es gar nicht auszusprechen. Jedenfalls hier unten noch die eine Station und auf der rechten Seite Ebezin. Hier oben ist noch ein Anschluss mit Tesco Steel. Der Anschluss, gehe ich davon aus, geht ebenfalls nach Ebezin, bin ich mir aber nicht sicher. Da oben haben wir noch Tori ISE, hier Kopfgleise. Gleis Nummer 3 ist hier gesperrt, genauso auch wie hier 6 und 8. Fahrplantechnisch, was kommt da so vor? Natürlich haben wir die Züge, die hier von Katowice nach Ebezin fahren wollen, genauso umgekehrt. Wir haben aber auch Züge, die hier von Katowice hier runter wollen und umgekehrt, von hier unten nach da oben. Bin mir gar nicht sicher, ob es von Ebezin auch hier nach unten was gibt, aber man muss hier auf alle Fälle aufpassen, welcher Zug kommt, wo schicke ich den hin? Denn momentan, wenn man hier unten was Falsches hinschickt, dann staut sich es hier und dann kann man die Station de facto nicht mehr bedienen, weil dann hier nichts mehr weitergeht. Dann haben wir auch Güterzüge, diese TMEs, die hier ein Layover haben von 15 Minuten oder länger. Die müsst ihr entsprechend hier auf die Abstellgleise schicken. Und ja, was gibt es noch zu beachten? Fahrplan. Wir haben hier zwei Seiten. Wir haben hier einerseits quasi die linke Seite und rechte Seite, wenn man so möchte. Denn es kann am Anfang verwirrend sein, wenn man so Züge hat, wie zum Beispiel den 64042. Da steht Katowice, Zavozie nach Sosnowiec Glony. Da wird man sich jetzt denken, hey, Moment mal, das ist unsere Station. Was soll ich mit dem machen? Ja, dann müsst ihr jetzt weiter schauen auf die zweite Seite. Und wenn wir jetzt hier nochmal schauen, der kommt quasi hier von links rein und will weiter nach Ebezin, hat aber hier ein Layover von 17 Minuten. Und da sitzt auch, da haben wir diverse Personenhalte. 5 Minuten, Minute, Minute oder Durchfahrt. Je nachdem müsst ihr dann schauen, bis es dann weitergeht. Also wenn eigentlich hier in der Regel Station steht, dann fahren die entweder hier auf dem Perron oder müssen hier warten. Momentan ist hier nichts los und ich glaube, es hat sich hier gerade ein bisschen gestaut in Katowice, denn da ist ein Zug, der fährt hier nicht weiter. Die stehen hier alle. Das nutze ich mal, dass wir uns hier ein bisschen umsehen können. Das heißt, wir gehen hier raus. Aber nicht durch diese Türe. Und durch diese Tür. Und landen erstmal auf der Treppe. Das ist neu. Unser Auto, das vermutlich über diese Straße gekommen ist, das ist die Strecke hier zurück. Aber ich würde sagen, das absolute Highlight. Wir gehen nochmal hier nach vorne. Vielleicht den Chat hier ausblenden. Machen da nochmal ein Foto von unserem Arbeitsplatz.
alles fotodokumentieren und gehen hier hinten Richtung der Station. Hier haben wir eine Unterführung, in die wir einfach mal reinplumpsen. Ja, aber die große Brücke hier. Wir werden versuchen, auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Na, komme ich hier irgendwie hoch? Ja, das ist schlecht. Wie komme ich denn jetzt hier auf die andere Seite? Ich glaube, ich hätte über die Gleise gehen sollen. Ah, wunderbar. Ja, dann haben wir hier erstmal Kopfgleise. Haben wir die Station angekündigt. Und so wie es aussieht, waren wohl hier auch noch mehr Gleise in die Richtung. Da hinten steht auch nochmal so ein einzelner Prellbock. Aber der hat sogar noch ein Gleis. Ist auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich hier nach hinten zu der Station gehe. Handweiche. Üblicher Handweichentest. Nope. Da passiert gar nichts. Ich bin gespannt, wie die das dann umsetzen mit der Handweiche. Ob man dann einfach ziehen kann oder ob es dafür ein Interface gibt. Mal sehen. Wir gehen jetzt mal Richtung der Hauptstrecke hier. So, dann haben wir hier ein Gleis, das ist gesperrt. Das dürfte eh das sein, was wir hier sehen. Hier haben wir die Perrons. Den einen hier unten, den kleinen. Moin. Du versinkst hier ein bisschen im Boden. Könnte man gerade bei Foto dokumentieren. Wieder später fürs Forum. Also wenn ihr Bugs entdeckt, dann unbedingt dokumentieren und melden, damit die Entwickler das lösen können. Schönes Bahnhofsgebäude. Ah, das ist auch mal ein Foto wert. Und warum ist dieses eine Gleis gesperrt? War das hier, ne? Ja. Sieht eigentlich nicht kaputt aus. Hier die Abstellgleise, davon nur zwei elektrifiziert, die anderen nicht. Interessant, ich muss mir das mal ganz kurz merken, das gesperrte Gleis, das ist das hier. Und neben den gesperrten sind es eins, zwei Gleise, die elektrifiziert sind. Da oben das oberste geht da hinten in diese Abstellgruppe, die wir gerade gesehen haben. Aber auf der hinteren Seite ging es ja noch weiter und da war ja noch dieses Tesco Steel. Vermutlich ist es das Gleis hier, wo es dann weitergeht. Ah, sieht cool aus. Da wird ein bisschen Used Look und im Rost. Gefällt mir. Plattform hier. Hat was Modernes. Schön. Ja, doch. Ich muss sagen, jetzt vom Bahnhof her. Das ist, glaube ich, jetzt der schönste Bahnhof. Da wird jetzt gerade nichts angezeigt. Schaut es auf der anderen Seite aus. Auch nicht. Ja, finde ich jetzt ganz gut, dass wir hier einen kleinen Stau haben. Hier geht es auch nochmal nach unten, ein bisschen bewachsen, aber das Gleis ist gesperrt. Aber man hatte es zumindest noch elektrifiziert. Ja, geht hier nach rechts weg. Schau mal, bist du schon... Ja, dich kann man schon fernsteuern. Mal sehen, ob die TM-Signale noch aktiv sind. Auch dich kann man fernsteuern. Okay, einmal umdrehen. Ja, die haben noch Saft. Die sind noch angeschlossen, so wie es aussieht. Das geht da nach hinten. Ach, seht euch das an. Das geht da nach hinten weiter. Da wo der Baum ist. Dann vermutlich wieder rein. Und hier eine kleine Abstellung. Ein Gleis. Okay, das sieht komisch aus, aber passt. Gehen wir wieder auf unsere Hauptstrecke. Da vorne enden auch zwei Gleise. Ja, hier hinten wird es wieder ruckeln. Es tut mir echt leid, wenn es da ein paar Ruckler gibt. Okay. So, ich frage mich jetzt nur,
wo ist dieser Anschluss von diesem Tesco-Stil? Ist das hier noch weiter hinten? Ich dachte, das wäre hier oben irgendwo gewesen. Mal kurz kontrollieren. Da läuft nichts weg. Okay, wir gehen noch einen kleinen Sprung weiter nach hinten. Und ansonsten schaue ich noch mal beim Streckenplan nach, wo das ungefähr sein müsste. Ist die Frage, ob mich der überhaupt so weit nach hinten gehen lässt. Interessant, das ist hier elektrifiziert. Ja. Hier ist die Sperre von der anderen Seite. Okay, ich glaube, das muss ich jetzt ausprobieren, ob ich hier nach oben kann. Aber vermutlich nicht. Ja, haben wir hier Kollision? Wir haben hier Kollision. Nice. Ja, das bringt uns ja mal nicht sehr viel. Kann ich hier? Okay, hier oben hat es keine Kollision mehr. Ja, zumindest habe ich es probiert. So, Tesco Steel. Es ist da vorne erst. Das konnte auch nicht sein. Das hat nicht so ausgeschaut, als wäre das so weit weg. Oder ist das jetzt dieser eine Anschluss nach Benzin noch? Oh, da hinten, das sieht aus nach einem alten Stellwerk. Da gehen wir jetzt natürlich hin. Ballenslider hat sich bei mir auch noch nicht gemeldet, dass er irgendwas von mir haben will. Gut für uns. Komm, lauf doch mal ein bisschen schneller. Ah, hier auch Disused Rails. Ist vermutlich das vor dem Baum hier hinten. Ja, genau. Überlässt man sich selbst hier. Da geht auch kein Gleis weg. Ah, ich glaube hier jetzt. Ja, ich glaube, da ist der Anschluss. Was aber hier? Da war mal ein Gleis. Da ging es mal nach hier hinten rein. Vermutlich da so unter die Brücke rein. Als Abstellgruppe. Wieder dauert es vermutlich die einen Kopfgleise enden. Sind die vorher zusammengegangen? Vermute ich mal. Und, oh bitte, lass mich jetzt nicht runterfallen. Dankeschön. Und das alte Stellwerk. Oh, da machen wir ein Foto. Schade, dass das voll mit Graffiti ist. Immer hier. Ach nö. Schade, das hat gar keine Kollision. SG1. Schade, schade. Aber schön, dass es noch steht. Und das ist vermutlich die Zufahrt SG Steel. Eigentlich hätte ich hier eine Fahrstraße machen können. Dann hätten wir es auch gesehen. Ja, das sieht ganz nach diesem Anschluss hier aus. Was ist hier? Stromleitung? Ja, Stromleitung. Okay. Und das hat man hier schön abgesichert, damit ja nichts passiert. Und keiner reinkommt. Es ist wirklich der Tesco-Stil-Anschluss, weil das hört hier gerade schon wieder auf. Oder geht es dahinter weiter? Ich schau mal. Vielleicht hat man sich ja entschlossen, man braucht den Anschluss nicht mehr. Mal die Gleise weggenommen. Sieht, glaube ich, ganz danach aus. Ja, das könnte... Holy shit. Das sieht cool aus. Okay. Ja, ich denke mal weiter... Sollten wir hier nicht gehen, da sieht es dann auch nicht mehr spannend aus. Da geht es jetzt um die Kurve. Wir sind jetzt hier wieder im Stellwerk. Der ist ja nach wie vor am Zupacken. Ich werde mal ganz kurz eine Strecke hier reinlegen nach Tesco Steel, um das zu confirmation, dass das auch wirklich das ist, wo ich jetzt gerade gewesen bin. Und falls es so ist, lasst euch wissen. Kleiner Cut für euch. So, kleines Update. Ich bin die Strecke nochmal abgegangen und habe mir hier quasi eine Fahrstraße gelegt und bin einfach mal nachgegangen. Das ist tatsächlich dieser Stilanschluss hier, wo einfach nicht mehr viel passiert. Da, die Sperre ist jetzt gerade offen, habe ich aufgemacht gehabt.
Oh, und ich sehe gerade, dieses TM-Signal leuchtet gar nicht mehr. Ja, viel Spaß mit der Ausfahrt. Schade. Aber jetzt wissen wir, was hier hinten ist und wie hier die Station soweit aussieht. Ja, normalerweise mache ich ja nur 2 Stationen hier pro Volume. Wir machen aber jetzt noch eine 3. Denn es ist auch die letzte, die hier im Playtest verfügbar ist. Und alle weiteren, die zeige ich euch natürlich, so wie das Spiel da draußen ist oder die Stationen dann entsprechend da sind. Also, wir sehen uns in der nächsten Station. Ja, und damit wären wir auch bei der letzten Station und meiner Meinung nach auch der schönsten Station. Die Station hat den Namen Benzin und in dieser Station habe ich auch mein allererstes Video gemacht zu SimRail. Ja, wir haben auch wieder Knöpfchen hier zum Drücken. Wir haben hier einen Bahnsteig da vorne, den sehen wir auch. Das ist zwischen Gleis 1 und Gleis 2. Und vom Verkehr hier sieht es meistens so aus, dass wir hier natürlich Verkehr von links nach rechts hier haben und von rechts nach links natürlich. Wir haben hier Züge, die hier ab und zu halten. Wir haben hier auch Güterzüge, die aber hier halten müssen für, ich glaube, 15 Minuten waren es. Oder sind es sogar mehr? Ja, 15 Minuten. Da zum Beispiel ist so ein Kandidat. Und den leitet man dann einmal hier runter, lässt ihn warten und schickt dann wieder weiter. Außer natürlich der nächste Fahrdienstleiter sagt, der hat Freifahrt. Ja, wie bereits erwähnt, 2 gesperrte Gleise. Die Gleise hier unten sind nicht elektrifiziert. Dann haben wir hier noch einen sehr interessanten Anschluss, so eine Umfahrung hier von dem Ganzen. Und diesen Anschluss hier oben. Der geht ebenfalls das Sosnovik, der funktioniert auch, ist elektrifiziert. Da hatte ich schon Züge, die hier entlang gefahren sind. Vielleicht, wenn es jemals Strecke Probleme gibt, dann kann man hier drüber fahren. Wie die Strecke hier aussieht, kann ich euch noch nicht sagen. Aber wir werden auf alle Fälle mal hier oben reingehen. Wir werden uns den Bereich hier ansehen, den hier und den rechts. Und ich würde sagen, mit dem Bereich da rechts fangen wir an, solange wir keinen Zuge haben. Es scheint nämlich relativ ruhig zu sein. Von der Ausstattung hier drin, überschaubar, nichts Spezielles. Wir gehen mal kurz raus. Ja, und da wären wir auch schon auf der Hinterseite. Das ist dieses Umfahrungsgleis da, glaube ich. Ne, dann ist doch anderes. Das hier geht ins... Nirgendwo. Es war einmal. Dann machen wir aber trotzdem auf der rechten Seite hier weiter. Auch da, Stumpfgleis. Mal ganz kurz den Chat anmachen. Okay. So, ich werde dann gleich nochmal ins Stellwerk reingehen. Wir gehen hier mal ganz kurz weiter. Da haben wir natürlich wieder eine Handweiche, die hier frei schwebt. So, ich habe jetzt komplett eine. Ich glaube, der redet gerade davon, dass hier wieder alles zu ist. Okay. Ich glaube, ich muss das jetzt mal kurz übersetzen. Sonst werde ich nervös. Okay, Google Übersetzer sagt: Gleise besetzt von Zügen, die nicht da sind. Okay, der hat irgendwie Probleme. Ist jetzt erstmal nicht unser Problem. Weit lassen Chat mal an. Das müssen wir ja eh wieder anmachen. Die Straße hier hinten sieht ein bisschen wankier aus. Wir haben hier Werbung. Play again. SimRail. Live, play, create. Ja, das mit dem Editor, das wird hier doch spannend. Und so wie es aussieht, sind es hier einfach nur so Stumpfgleise, wobei da geht ein Gleis hier rein. In diese Industrie. Ah, diese Lichtstimmung, ne? Mega geil aus. Also es ist jetzt gerade aktuell am Abend. Sonnenuntergang hier. Moin. Warum kann ich da nicht drüber? Nein, was? Ich darf da nicht. Ah doch, ich darf da rein. Handweichentest? Nö, geht nicht. Und hier haben wir das Gleis, was da über die Straße geht. Nee, nicht sauber. Das Tor ist dezent ein bisschen hoch. Aber hier geht's rein und... Ende Gelände. Da kann man nichts mehr machen. Schade. Ja, aber hier das Terrain.
sollte man vielleicht anpassen. Da mache ich mir ganz kurz ein Foto. Alles für das Forum. So, und hier unten ist aus. Was ist das? Ist das hier ein Bahnsteig da hinten? Bin hier schon länger nicht mehr gefahren. Und hier ist das andere Stumpfgleis. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen, außer dass wir vielleicht hier so einen kleinen Busbahnhof haben. Interessant, dass der da so weit hinten ist. Und dann wäre da vorne eigentlich die Station. Da kann man hier auch noch irgendwas abstellen. Hier könnte man ruhig noch ein bisschen Vegetation oder sowas ähnliches hinmachen. Das sieht sonst ein bisschen nackt aus, aber auch hier geht ein Gleis hier rüber. Das sehen wir uns natürlich auch an. Autos alone. Life is your creation. Ja, ob die Nummer wirklich funktioniert. Ich wage es zu bezweifeln. Okay, wo ist der Bahnübergang? Ach, da hinten. Ja. Alles klar. Einfach hier nochmal so Fassade. Will ich auch mal ganz kurz dokumentieren. Und hier auch. Alles klar, da geht es nicht weiter. Interessante Brücke. Okay, ich glaube, ab hier hinten macht es nicht Sinn, das zu reporten. Ich meine, das ist einfach nur Kulisse. Aber das da vorne. Weiß nicht, da übrigens auch. Die ganzen Gebäude da sind durchsichtig. Also im Vorbeifahren fällt es eh nicht auf. Na, Handweichentest? Keine einzige Handweiche funktioniert hier. So eine Gemeinheit. Was ist hier unten? Nichts Interessantes. Na gut, dann ab zum Bahnsteig. Ah, da fährt ja doch irgendwas. Das wäre eigentlich hier schon ein Foto wert. So, das war der Bahnsteig. Sehr überschaubar. Und die Autos da. Auch da ist wieder durchsichtig. Also, zumindest sag mal, sind die alle durchsichtig? Okay, also zumindest die Front sollte halt irgendwie sauber ausschauen. Da vom Stellwerk mache ich auch noch ein Foto. Ja, das ist auch nicht richtig. Ist mir vorher beim ersten Mal anzocken gar nicht aufgefallen, dass hier auch die Leute auf dem Gleis schweben. Und rein von der Elektrifizierung eben Perrongleis. Und dann nach dem Perron haben wir zwei Gleise, wo wir hier elektrische Züge hinschicken können. Die anderen, ich glaube, das sind die zwei, die was gesperrt sind und da unten halt nicht elektrifiziert. Warte, hier hinten haben wir dann einen kleinen Bahnübergang. Bleiben wir hier bei der rechten Seite. Na, wobei, bleiben wir hier so mittig. Da rechts passiert nicht sehr viel. Nach der Kurve kommt dann dieser dritte Anschluss da. Oder zweiter Anschluss, wenn man das Doppelgleis als einen Anschluss sieht. Auf dem Graffiti. Aber jemand kreativ. Semaphor. Sieht ganz okay aus. Ah, und hier hat man dann vermutlich irgendwann mal Güter hier eingeladen oder ausgeladen, je nachdem. Und das ist hier die Bushalte. Oh, auch da hinten. Die ganzen Häuser bestehen hier nur aus einer Fassade. Das ist echt schade. Oh, da haben wir noch ein kleines Bahnhäuschen. Ja, da gehen wir doch mal als erstes hin. Ja, hier ist schon sehr lange nichts mehr gefahren.
Ja, also Bahnübergang, schön und gut. Aber das ist vielleicht ein bisschen problematisch, wenn hier ein Zug fahren will. Weiß ja nicht. Ankündigung für einen Bahnübergang. In Liter 8, wenn wir vermutlich da hinten drüber fahren. Hier ist es so. Okay, auch wenn hier zwischendrin die Sachen fehlen, also Rollstuhlfahrer haben hier garantiert Spaß. Sondern laufen wir noch ein bisschen dahinter, schauen, ob da noch was Interessantes kommt. Ansonsten war es das für die Station hier. Aber ich glaube, das wird hier... Gibt's doch nicht, dass hier alle einfach nur so Wände sind, ohne dass hier was weiter zu sehen. Da hinten auch. So, und da rechts hört die Oberleitung auf. Und hier haben wir auch nochmal so eine Art Absteck. Moment mal. Wir haben hier die zwei Hauptgleise. Das hier ebenfalls nicht elektrifiziert. Moment mal. Ist diese obere Linie, was wir da gesehen haben, nicht elektrifiziert? Ist das ab hier? Ich kann das gerade echt schlecht beurteilen. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung hier verloren, wo ich eigentlich hier jetzt gerade im Gleisbahn bin. Aber das sieht so aus, als wäre diese obere Linie nicht elektrifiziert. Das können wir eigentlich ganz gut nachprüfen, indem wir uns mal das Signal hier anschauen. Du bist P2. Ja, hier sind dann zwei Sachen elektrifiziert. P2 und W3R. Schauen wir uns das mal kurz hier drinnen an. Tatsache. Das ist nicht elektrifiziert hier oben. Aber da sind Züge schon durchgefahren. Und ich weiß, dass da schon mal Züge gehalten haben. Und dann weitergefahren sind. Also entweder ist es ein Bug, dass die da Saft hatten. Oder es fehlt hier einfach noch an der Oberleitung. Aber gut, guter Hinweis, liebe Leute. Die Strecke da oben nicht elektrifiziert. Also aufpassen, wenn ihr da irgendwas hinschicken wollt. Bleibt lieber hier unten. Oder ihr sagt es gleich zum anderen Fahrdienstleiter, der kann hier durch und ihr gebt es nur gerade grünen Fahrt, dass er rollen kann. Ich glaube, so lange ist die Strecke gar nicht. Ja, okay. Das war's erstmal mit Benzin und mit dem Ende der Stationen in Simray. Es gibt einfach nicht mehr. Wir sehen uns dann, wenn das Spiel dann draußen ist, zum Release. Ich hoffe, die kleine Serie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.